So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Honkai Star Rail für die PlayStation 5, wo wir die Geschichte der Schwarmkatastrophe jetzt auf jeden Fall versuchen wollen, naja, auf jeden Fall das nächste Kapitel hier abzuschließen. Wir machen ja, sag jetzt sowieso erstmal wieder Schwierigkeitsgrad 1, da unsere aktuellen Charaktere beim besten Willen aktuell nicht gerade so sehr auf Level 70 sind alle. Gerade mal drei Charaktere. Und jetzt, auch wenn ich es zu Anfang irgendwie anders gedacht hatte, zuletzt mit der Zerstörung weiterzumachen, wollen wir, sag jetzt, doch mal eher die Nichtigkeit wählen. Auch wenn natürlich, sagt der andere Weg, glaube ich, jetzt besser wäre. Aber wie dem auch sei, man muss, sag hier auch jetzt erstmal einige neue Sachen ausprobieren. Zwei zufällige Regionen werden in Regionen leer verwandelt. Okay. Das finde ich, sag, schon mal nicht schlecht, muss ich zugeben. Jetzt erstmal wieder. Okay, Bonuswürfelversuche, nicht schlecht. Nehmen wir, sag mal, an uns. Nicht verkehrt. So könnten wir auf jeden Fall auch ein bisschen schneller vorankommen, vielleicht. Naja, aber generell, die erste Ebene ist ja natürlich ebenso wie bei einer normalen Universum-Simulation immer noch die einfachste. Bedauerlicherweise haben wir jetzt, wie gesagt, nicht die Macht der Nichtigkeit sofort erhalten. You took the bait. Spirit never died. Na, aber wie dem auch sei. Wie schon gesagt, die erste Ebene ist schnell abgearbeitet. 100% da brauchen wir wirklich jetzt nicht lang. You took the bait. Tja, wie schon gesagt, das war jetzt nicht sehr lange. So, Nichtigkeit erhält eine Kuriosität und verwandle jede Region Belohnung einer Region leer. Okay, wird auf jeden Fall schon ein bisschen leerer, das Ganze hier. Ereignis, gekrümmter Bildschirm, hatten wir auch alle schon mal. Aber da das jetzt sowieso erstmal Ebene 1 ist... Can I have fun this time? The wind is rising. Ja, ist das Ganze jetzt wirklich auch erstmal ziemlich einfach. Ah, verdammt nochmal, es gibt ja jetzt auch noch eine zweite Runde. Aber gut, ich mache mir darüber jetzt keine großen Sorgen. Erstmal kommt der Kanonenheini weg. Und dann jetzt sowieso auch die leeren Rangers. Aber irgendwie fehlt uns jetzt der Sack hier die Nichtigkeit. Tja, irgendwie fehlt uns jetzt hier die Nichtigkeit. Bei unseren Durchläufen. Tja, also irgendwie bringt das jetzt mir nicht sehr viel.
Aber wir kommen so auf jeden Fall ein bisschen schneller voran. Das ist ja auch schon mal was Gutes. Wir kommen so schneller zum Boss. Spirit never dies. Könnte natürlich auch am Ende so sein, dass uns dadurch vielleicht auch ein paar Segen fehlen würden. Aber gehen wir jetzt mal aktuell nicht von dem schlimmsten Fall jetzt hier aus. Wenn eigentlich die Region jetzt hier, der Sack leer ist, wieso gibt es hier noch ein Ereignis? Du querst einen Garten voller Lefkoien und gehst dann durch eine Halle aus Elfenbeinfarben und weißen Stein. Okay, die Sache mit EFK. Ja, bei der nächsten Begegnung dann also 600 kosmische Fragmente. Ist doch jetzt sogar auch schon mal nicht schlecht. Vorausgesetzt natürlich, wir behalten die Begegnung. Kann ja jetzt auch ebenso gut sein, dass wir das ganze Ersack immer noch weiter auslöschen. Obwohl wir das eigentlich überhaupt nicht vorhatten. The wind is rough. From the boat. Stay back, Clara. Just a little something. Think nothing of it. Thank you, comrade. I need to be brave. Eliminating threat. Alles gut, zuallererst müssen wir natürlich mal wieder Frosty erledigen. Es wäre natürlich erstmal für Phase 1 am wichtigsten. This combat needs optimize. This is double speed. As easy as that. To the clouds. Not each other. The wind is boat. From the boat. Gut. Idealer Ausgang. Und die Nichtigkeit wurde aktiviert. So, jetzt bräuchten wir... auf alle Fälle sag auch noch 3 weitere Nichtigkeiten. Und wieder sag mal der Herr... Moment, du kommst an ein Gebiet vor... vorbei, das von einem riesigen Schwarm bevölkert ist. Ein riesiger Herr der ewigen Schlafes schläft tief und fest in einem verrotteten Thron. Der Herr des ewigen Schlafes hat seine beiden Augen geschlossen. Er scheint tief zu schlafen und zu träumen. Du schaust die Karte in deinen Händen und stellst fest, dass der Weg vor dir versperrt ist. Als du gerade einen Umweg einschlagen willst, bemerkst du einige neu entstandene Sporen, die sich um den Herrn des ewigen Schlafes scharen. Da kommt dir eine gewagte Idee in den Sinn. Du
packst endlich Sporen in deinen Rucksack ohne Boden und freust dich, auf so wertvolle Forschungsproben gestoßen zu sein. Auf einmal spürst du die Blicke unzähliger unsichtbarer Augen in der Dunkelheit auf dir ruhen. Du drehst dich erneut zum Herrn des ewigen Schlafs um, doch der schläft immer noch tief und fest. Vielleicht warst du gerade doch etwas zu laut. Du verspürst ein leises Unbehagen. Naja. Rücken wir weiter vor. So, der Schwamm in der dritten Ebene wird mit einer Feuerschwäche belegt. Warte, meine physische Schwäche ist jetzt ehrlich gesagt doch besser. Ready when you are. Aber das ist jetzt ehrlich gesagt auch leider ehrlich gesagt nicht gerade so ideal. To protect everyone, call me Mr. Spark. Trickier to crack. Time for a buzz. Stay the course. Thanks. I'll never forget. Just a little something. You. Think nothing of it. Okay, vielleicht war an einigen Stellen die Lichtigkeit jetzt doch nicht so ideal. Denn so richtig gefallen tut mir jetzt dieses Affentheater hier leider nicht. Spirit never dies. This is double speed. Time for a shot. Thank you, comrade. It's your command. Eliminating threat. It's your command. Immer dieses Affentheater jetzt. Just a little something. Think nothing of it. Good as new. Stay the course. Naughty child. Stay back, Clara. Stay back, Clara. Okay, starten wir den Gegenangriff. From the blue. I'm not afraid of you. Stay back, Clara. I want to protect everyone. Help me, Mr. Spark. Na gut, die Gegenangriffe werden gestartet. Die Nichtigkeit wird ja eingesetzt. Time for a fun. Spirit never jail for. Time for a shot. That's better. Thanks. On the eliminating threat. It's your command. Just a little something. Think nothing of it. Good as new. I'm okay. Can I have fun this time? To the clouds! Naughty child. Stay back, Clara. I need to be brave. More enemies. Time for a fun. Stay the course. This is double speed. Gale force. Stay back, Clara. Eliminating threat. You took bait. To the clouds. The wind is rough. From the blue. I'm okay. That's better.
Thank you, comrade. Also ich hätte jetzt an der Stelle schon erwartet, dass wir demnächst eine Wiederbelebungsmaschine bräuchten. I want to protect everyone. Help me, Mr. Sora. Can I have fun this time? Time for a fun. Mission command. Mission command. Time for a shot. Good as new. Take it. Spirit never dies. Naughty child. That's better. Good as new. Just a little something. Think nothing of it. Good as new. Stay back, Clara. This combat. This is double speed. Gale force. Annihilate. I'm okay. Time for a shot. Can I have fun this time? Time for a fun. Eliminating threat. Okay, Ebene 1 wäre damit beendet. So, Gaben der Täuschung. Gut, oh, ein neues Bild. Uralte Amöben, Schleimpilze öffnen unbewusst ihre winzigen Münder und versuchen, den tiefen Kriecher zu verschlingen. Ein Wesen, das trotz seiner winzigen Größe tausendmal größer ist als sie selbst. Jetzt stürzen sie sich auf deine Hand. Ja, weshalb denn jetzt auf meine Hand? So, diese trügerische Vieh. Drück es ein wenig, hey, bis hoch. Wegschnippen. Die Schleimpilze fallen wie dünner Steinstaub und verschlingen dabei den nächsten Wirt. Du bist erleichtert, dass du ihnen rechtzeitig entkommen konntest, denn sie befinden sich auf einem unumkehrbaren Weg der Gier. Aber natürlich fehlt es diesen Schleimpilzen Intelligenz, um zu erkennen, was gleich passieren wird. Tja, wir haben auf jeden Fall eine Fahrtresonanz jetzt abgeschlossen. Die Nichtigkeit plus 2 und dann sagt natürlich jetzt auch Kleephoffs fiktive Glaubenskrise. Tja, warum nicht? Falls man dabei auch noch was Neues freischalten würde, soll es mir recht sein. So, jetzt sind wir allerdings doch, Sack, in der Rast angekommen. Gut. Dann sicherheitshalber downloaden wir jetzt Himeko. Gut. Mhm. Gut, gut, gut. Sieht doch schon mal gut aus. Jetzt müssen wir links. Okay, Sensoris Labyrinth, gut. Jetzt müssen wir allerdings das Ereignis auswählen. Denn dann müssten wir jetzt auch eine Kuriosität aktiviert haben, oder? Nein? Wo bitteschön war das denn jetzt gewesen? Wir hätten doch jetzt, sag schon, irgendwas mit 600. Oder haben wir die Sache mit den kosmischen Fragmenten jetzt, sag, nicht genommen gehabt?
Scheint wohl jetzt eher der Fall zu sein, dass wir da jetzt doch was nicht aktiviert haben. Gut, du triffst einen Mann, der eine Mülltonne mit sich herumträgt. Er geht in die Hocke und zeigt dir seine kostbare Mülltonne. Sie ist magisch, er fordert dich auf, näher zu kommen und zieht jede Menge mitleiderregende Liebesgedichte aus der Mülltonne, um etwas Platz für dich zu schaffen. Dann flüstert er, wenn du deinen Müll dort hinein wirst, erhältst du ein gesteigertes Bewusstsein und läuft dann alleine wieder raus. Okay. Dann gebe ich den Geist der Ritter der Schönheit auf. Chaos-Elixier. Und das verzehrende Verbundauge. Tja, nicht schlecht. Hätte schlechter laufen können. Okay. Schneller vorankommen tun wir das auf alle Fälle. Ermittler von Valent Yutani. Keine Ahnung, wer das sein soll. Aber dass wir jetzt, er sagt, wirklich viel zu wenig Energie haben, ist jetzt auch, er sagt, blöd. So, du trittst versehentlich in eine stromlinienförmige schwebende Matrix aus dem höchsten Stand der Technik. Okay, das hatten wir doch schon mal. Kampfwanzen. Naja, Alarmierungswert wird stark erhöht. Ja, das war irgendwie zu erwarten jetzt. Time for a fun. Spirit never dies. To the clouds. Aber egal, wir holen uns jetzt erstmal die Segen gleich. From the blue. That. I'm not afraid. Hide. Und dann gleich Ende gut, alles gut. It should come back. More enemies. Time for a fun. This combat needs optimizing. This is double speed. As easy as that. Nap time. Eliminating threat. Naja, wenigstens kommen erst gleich mal wieder ein paar Explosionen zum Zuge. Gale force. I'm okay. Time for a shot. Target threat in annihilate. Gut, Explosion 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Leider noch keine Nummer 5. Oh. Ja, dass er sich selbst in die Luft jagt, das war interessant. Irgendwie ein bisschen eigenartig. Man betritt eine leere Region und trotzdem haben wir, sag, immer noch hier was drin. Du hast 8 Millionen Meilen in der Universumsimulation zurückgelegt und trotzdem niemanden gefunden, der sich wirklich versteht. Du hast keine Lust mehr, ein Projekt nach dem anderen zu testen, also beschließt du dir, in der Universumsimulation einen Wurm als Haustier und Gefährten anzuzulegen. Du betrachtest deinen Gefährten genauer. Dieser wunderschöne Weltraumwurm heißt Spooky. Er sondert sekundär Metaboliten um seine Wunde herum ab, die einen einzigartig blumigen, frischen, fruchtigen und süßen Duft abgeben. Wenn er älter wird, wird er Obstgärten mit exotischen Früchten und galaktischen Teeplantagen besuchen. Und von neben seiner Auszüge wird er dir den Duft der Liebe mitbringen. Du magst arm sein, aber du kannst dich trotzdem auch noch so gut es geht um ihn kümmern. Hä? Dein Weltraumwurm windet sich. Du wartest darauf, dass er die Spucke ins Gesicht spritzt.
Doch stattdessen springt er hoch und schlägt dir mit dem Schwanz ins Gesicht. Das tut verdammt weh. Es scheint es überhaupt nicht zu mögen, es so behandelt zu werden. Okay, das war kurios. Tja, dann wollen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Gaming betreiben. Und wieder mal ein paar Gefäße zerbrechen. Dass es allerdings jetzt hier wieder einen Download gibt. Das ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht verkehrt. Speed, not haste. Okay, wie viel habe ich zerbrochen? 15 mal wieder. Naja, wir sind allerdings trotz allem... schneller vorangekommen, aber wo ist jetzt der Ausgang? Ah, hier. Ob die Nichtigkeit jetzt... Wieso zum Henker soll das er sagt trotzdem immer noch die Region leer sein? Wir haben doch er sagt immer noch hier irgendwas drin. I want to protect everyone. Help me, Mr. Stark. So ganz habe ich das er sagt, wie es aussieht, noch nicht begriffen. Good as new. More enemies. Time for a plan. As easy as jail force. Hide. Aber mit etwas Glück können wir dann jetzt gleich die nächste Ebene abschließen. Wir müssen jetzt einfach bloß darauf aufpassen, was für Buffs wir aktivieren können. Ten. The wind is rising. Bolt! From the bow! That'll take more than nap time. Target threat index annihilate. I want to protect everyone. Help me, Mr. Spark! Mission command. More enemies. Time for a plan. This combat needs optimizing. This is double speed. As easy as that. That'll take. Hide. Gut, Explosion 1, 2, 3 und 4. Der Kampf endet hier. Okay, Standardangriffe können zusätzlich den DOT der Fahrtrissen als Nichtigkeit auslösen. Nett. Warte mal, was war das denn jetzt für eine Kombination? Was?
Was war das denn jetzt, der sagt, für eine... Ah, das war eine Resonanzkreuzung. Weiße Nächte. Okay. Nicht schlecht. Allerdings verstehe ich jetzt immer noch nicht den Sinn, er sagt, hinter den leeren Regionen, wenn wir trotzdem was da drin haben. Du trittst in ein seltsames Restaurant im Weltraum ein, in dem aus roten Ziegeln errichteten Gebäude befinden sich ein paar Barviros, Foxianer und Menschen. Sogar der Dieting sitzt an einem langen Tisch. Und doch sind auch ausgestoßene grauen Häftlingskleidern hier. Der Anblick der Fässer an ihren Füßen lässt dich erschaudern. Du läufst an ihm vorbei und gehst zur Bar, die dir vergleichsweise sicher erscheint. Wir sind auf exotische Cocktails spezialisiert. Der Kellner spricht in einem merkwürdigen Ton. Von allen Cocktailrezepten, die Genius Gesellschaft Nummer 55 Yu Ching Tu hinterlassen hat, sind nur 25 bis heute überliefert. Drei davon sind erhältlich hier, aber wir können nicht garantieren, dass es sich dabei um ein giftiges Gebräu handelt. Ah ja. Ach, wir geben Zahnpasta hinzu. Es ist Zeit umzurühren. Schwingende Macht! Du bist mit dem Umrühren deines Cocktails fertig. Plötzlich kommt eine Dame im Paillettenkleid mit sinnlichem Blick auf dich zu. Dem Licht funkelnde Edelsteine in ihrem Ohrring blenden sich. Sie nimmt dir den Cocktail aus der Hand und winkt dir mit einem aufreizenden Lächeln zu. Während du dich noch darüber empörst, stößt sie plötzlich einen schrillen Schrei aus und ihr Körper krümmt sich auf grausige Weise zusammen. Du taumelst ein paar Schritte zurück. Du bist schockiert von dem Rezept der Genius-Gesellschaft Nummer 55, Yu Ching Tu. Wie sich herausstellt, hast du einen legendären Giftcocktail gerührt. Ja, hör sofort auf. Erhalte nach dem Sieg zufällig einen Segen mit 3 Sternen. Naja, was kann ich denn dafür? War ja immer ein mehr als merkwürdiges Rezept. Okay, da übertreibt jetzt aber jemand wirklich gewaltig. Aber wie immer bräuchten wir eigentlich ja bloß den Boss besiegen. Thank you, comrade. I'm okay. Secret of the Saints. I'm okay. That hurt. Stay back, Clara. Time for a plan. Stay the course. Time for a shot. Thanks. I'll never forget you. I'm okay. A miracle. Stay back, Clara. I want to protect everyone. Tell me. Tja, unterschätzt jetzt beim besten Willen nicht die Macht der Nichtigkeit. Spirit never dies. I'm not afraid. Hide. Ah, Moment, da fällt mir gerade ein, die Standardangriffe könnt ihr, sagt doch jetzt, sagt auch ausschreiten. Stay back, Clara. Stay back, Clara. This combat needs optimizing. This is double speed. Just a little something. Think nothing of it. Thank you, comrade. Nap time. I need to be breaking. Eliminating threat. Secret of the Saints. I want to protect everyone. Help me, Mr. Sora! The wind is rising. Boat! From the boat! Yeah.
you to fate. Spirit never dies. To the clouds! That's better. Thanks. I'll never forget you. Time for a fun. Stay the course. Gale force! It's your command. It's your command. Annihilate. A miracle. This is double speed. To the clouds. Now. Okay, mit dem Kampfverlauf. Oh, bin ich jetzt eigentlich bis eben zufrieden gewesen? So, dass ich dann jetzt auch erstmal den Computer auch kämpfen ließ. Aber gut, sehr viel fehlt ja zum Glück ja wirklich nicht mehr. Schwäche Bohr an der einen Stelle. Mehr Schaden an der anderen Stelle. Alles optimal bisher. So schlecht war dann erst, wie es aussieht, die Nichtigkeit dann doch noch nicht. Andererseits scheint der Sack jetzt doch irgendwie mehr Lebenspunkte regenerieren zu können, als wir ihm abziehen können. Was läuft da denn jetzt eigentlich hier falsch? Time for a fun. This is double speed. To the clouds. Okay, jetzt übernehme ich vielleicht doch mal wieder. I want to protect everyone. Tell me, Mr. Sora. That's better. Thanks. I'll never forget you. Stay the course. Gale force. The wind is rough. From the blue. Eliminating threat. I'm okay. It's your command. Merciful Medicus. Nah. Obwohl, wenn man es eigentlich genau nimmt, um Elsa Verbündete zu beschwören, opfert er immerhin ein paar seiner Lebenspunkte. Huh. More time for a fun. Spirit never dies. To the clouds. Höchstwahrscheinlich hätte Elsa an dem Punkt irgendwas falsch verstanden, mal wieder. Oder doch nicht. Hide. Can I have fun this time? Time for a fun. Target threat index lowered. Annihilate. I want to protect everyone. Tell me, Mr. Sora. A miracle. It's your command. Stay back, Clara. Time for a shot. Now. Time.
Just a little something. Think nothing of it. Thank you, comrade. This combat needs up. This is double speed. Das sind mir jetzt, er sagt viel zu viele Kernbrüche. Gale Force. Stay back, Clara. Are you all right? I'm okay. Stay back, Clara. Hide. I want to protect everyone. Help me, Mr. Tora. Naughty child. Stay the course. Is it combat? The wind is rising. Okay, jetzt müssen wir noch endlich down haben. Secret of the Saints. Is it combat? Stay back, Clara. Eliminating threat. Time for a shot. Thanks. More I'll enemies. I'll never forget you. Just a little something. Think nothing of it. Thank you, comrade. Gott, den haben wir jetzt. Nervig, diese Geschichte mit dem Cocktail. Ah, daneben. Can I have fun this time? As easy as that. To the clouds. Naughty child, nap time. I need to be brief. Annihilate. Okay, das dürfte ja diesmal sagt wirklich nicht so schwierig werden. Aber ja, ich vergesse, er sagt an der Stelle wirklich, er sagt meistens viel zu sehr meinen Fahrteffekt. As easy as that. Time for a shot. Okay, nicht zu vergessen natürlich ist auch noch, wir haben ja auch noch andere Charaktere zur Verfügung. Spirit never dies. I'm not afraid of you. Annihilate. Also ernsthaft, wir haben doch nun wirklich noch andere Charaktere zur Verfügung. Daraufhin wäre das doch jetzt sag, noch ein bisschen einfacher gewesen. So, lädt zu Beginn des Kampfes also bei Schaden von DOT-Effekten an Gegnern die Fahrtresonanz auf. Tja, nehmen wir diese andere Resonanz. Tja, planares Durcheinander mal wieder. Naja, wir kriegen gleich auf jeden Fall mal wieder ein paar Insektorum. Fade auch mal wieder. This is double speed. I want to protect everyone. Help me, Mr. Tora. Tja, und jetzt wird's gleich erstmal ein bisschen kritisch. As easy as that. The wind is more than medicine. Bolt! From the blow! Target threat. Hide. Are you all right? I'm okay. Mission combat.
I have fun this time. As easy as that. To the clouds! Nap time. I need... Annihilate. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Tora! Just a little something. Okay, wir aktivieren jetzt also doch nochmal die Nichtigkeit. So erhöhen wir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder die Geschwindigkeit des Sieges. Und natürlich jetzt auch wieder das kleine Feuerwerk hier. So weit, so gut. So, jetzt also der Bossraum. Wie sieht es aus? Beim Kampf gegen den Schwarm, dritten wird dessen Aktion zusätzlich 50% verzögert. Ich habe jetzt aber ein bisschen keine Ahnung, ob wir Mengenkontroll-Debuffs haben. Ready when you are. Aber wir nehmen lieber jetzt Kafka in Angriff. Bei ihr wissen wir immer, was wir tun müssen. Not too fast. How does that feel? Time for a fun. Gale Force. I'm not afraid of you. Hide. Something for everybody. Ich finde es eigentlich jetzt gesagt ziemlich unpraktisch aus. The wind is rough. Gerechnet jetzt Natascha. Oh, von ihrem verdammten Geistgeflüster betroffen ist. I want to protect everyone. Help me, Mr. Tora. This combat needs optimum. This is double speed. More enemies. Time for a fun. Just a little Ein Glück. Think nothing of. Thank you, comrade. Annihilate. I want to protect everyone. Help me, Mr. Tora. Wir sind jetzt wieder bei vollen Lebenspunkten. Zoning out. I can tell. I can help. Oops. This combat needs. This is double speed. Stay the course. To the clouds. Time for a shot. That's better. Thank you, comrade. Just in time. Just a little something. Think nothing of it. The wind is rough. Bolt! From the blue! Eliminating threat. I want to protect everyone. Okay, so oder so scheinen wir jetzt die zweite Ebene gleich geschafft zu haben. You took the bait. Spirit never dies. Gale Force. Tja, dieses Mal war es ja auch nicht Kukulia, die wir herausforderten. I need to be brave. Dieses Mal war es Kafka hier gewesen. Not so fast. Can I have time for a fun? Stay the course. To the clouds. I'm not eliminating threat. I want to protect everyone. Help me, Mr. Solange sie jetzt allerdings nicht wieder. Who will it be?
Okay, einmal Effektwiderstand ist gut. Oh, allerdings wird der Sack jetzt Silberwolf anvisiert. Na, was soll's? Mit der Sack all den Buffs, die wir auf hier raufgekriegt haben. Haben wir es gleich sowieso auch in die dritte Runde geschafft. Target Threat Index. Und das kann man jetzt ja sagst du so in mehrerer Hinsicht als richtig bezeichnen. Wir sind gleich in der dritten Runde gegen Kafka. Und wir haben sowieso auch gleich die dritte Runde in dieser Simulation erreicht. Thank you, comrade. I want to protect everyone. Außerdem steht in Kürze auch wieder die Nichtigkeit zur Verfügung. Ist dann also gut für Runde 3. Das war vielleicht jetzt aber ein Fehler gewesen. You took the bait. Gale Force. The wind is right. From the boat. I want to protect everyone. Help me, Mr. Tara. Just a little something. Think nothing of it. Good as new. Time for a fun. To the clouds. Eliminating threat. Not each other. Who are they? Something for everybody. Mission command. Can I have fun this time? Time for a fun. Stay the course. Gale force. That'll take more than medicine. That's better. Thanks. I'll never forget you. Does that sting? This combat need. Also bis jetzt läuft das auch wirklich noch alles nach Plan. Wir haben zwar massig Lebenspunkte jetzt verloren. Thank you, comrade. Zoning out. I can help. Time for a fun. Spirit never dies. Doch läuft eigentlich die Regeneration auch ziemlich gut. The wind is right. From the blue. I'm okay. See you later. I need to be brief. Eliminating threat. That'll take more than me. Good as new. Gut, Kafka ist bezwungen. Oh, nicht schon wieder. Der Pfad der Ausbreitung wurde mit einem einsamen Heulen offenbart. Und Tysorom führte den Schwarm ins Universum und verzerrte alles in seinem Umfeld, bis Ouroboros vor ihm erschien. Der große Krieg zwischen der Gier und der Ausbreitung erfasste 2/3 aller Welten der Lebenden im Universum und unzählige Planeten und Sternsysteme gingen infolgedessen zugrunde. Ein Tiefenkriecher, der mehrere Planeten im Erdboden gleichgemacht hat, wird plötzlich von quälender Einsamkeit überwältigt. Er lehnt sich an einem Berg, der zu Ödland geworden ist, und beginnt den Mond anzubrüllen, als ob er sich an den Nervenkitzel erinnert, den er beim Verzehr zahlreicher Schwarmvölker empfunden hat. Sei vorsichtig, pass auf seinen Schwanz auf. Du ergreifst seinen Schwanz und kletterst vor sie auf ihn. Doch als du ihm in die Augen siehst, fließt ein ungewöhnlicher Strom durch seine Adern. Dies ist ein betörendes Gefühl und du beschließt dich an seinem riesigen Körper zu schmiegen. Da er vom Fressen müde geworden ist, zeigt er keine Anzeichen von Feindseligkeit gegenüber. Die Zeit vergeht wie im Flug. Sanft und vorsichtig stößt er einen Rülpser der Einsamkeit aus. In den kommenden Jahren wird sich die Erinnerung daran an dein Gedächtnis, in dein Gedächtnis einbrennen. Ja.
Sehr interessant. Also, auf geht's zur Runde Nummer 3. Das Verblassen. Die Ebene ist unerwarteterweise kleiner als gedacht. Tja, nehmen wir halt die Robe des Doktors und haben wir hier auch noch was beim Segensladen? Machen wir daraus lieber die Sinnfrage. Und weiter geht's. Erhalt ein Kuriositäten und verwende jede Region Belohnung in eine Region leer. Meinetwegen. Haben wir auch eine Okay. Dann nehme ich doch lieber Mental Punk Lord. Das Blöde dabei ist jetzt natürlich, die Regionen leer sind beim besten Willen kein einziges Mal leer. Okay, eines Tages drückte ein Fan eines großen Rockstars ein Soundtrack-Album in die Hand, das es schon lange besaß. Darauf sind Dutzende von Stimmen zu hören. Lauteste Rockmusik, heiliger Klasse Rap, trendige Retro-Elemente und die lebendigsten musikalischen Verzierungen. Dieses kostbare Album ist beispielhaft für ein Instrumentalwerk mit galaktischen trendigen Spielzeugen, Lebensmitteln und dem neuesten sozialen Deduktionsspiel mit einer Mischung von Elementen aus allen Zeitaltern. Du fühlst dich verärgert, weil du dir sicher bist, dass er ein Mitglied der Organisation der widersprüchlichen Elemente ist. Okay. Aha. Ja. Jo. Geisterritter Schönheit erhält diese Kuriosität. Erhält zum Bonuswürfel Versuche mal 4. Gut. Bei der Auswahl eines Segens, ein Sieg, wird die Anzahl der verfügbaren Segen um einen reduziert. Ah ja. Okay, schon wieder verloren. Das war interessant. Dadurch sind wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen stärker oder vielleicht ist er auch schwächer geworden. Tja, emotionales Ausmisten. Und jetzt erstmal wieder der Gaming-Bereich. Zeit, ein paar weitere Vasen zu zerdeppern. 15 Gefäße an der Zahl. Download ist jetzt, sagt, wirklich eine Qual. Speed, not haste. Ja, immer will ich ja sagt, in die andere Richtung gehen. Speed, not haste. Das waren sicherlich jetzt auch bloß wieder 15, oder? 21, mal wieder das Gleiche. Aber wo ist jetzt bitte schön hier der Ausgang? Okay, hier oben.
Gut, lädt zu Beginn eines Kampfes so bei Schaden von DOT-Effekten den an Gegnern die Fahrtresonanz auf. Gut, damit hätten wir jetzt, die komplette Nichtigkeit. A sight not often seen. Na, wir müssten jetzt eigentlich wirklich die ultimative Nichtigkeit besitzen. Allerdings haben wir jetzt, auch eine maximale Störungsstufe schon fast hingekriegt. Okay, hätte es schlechter laufen können. Es hätte schlechter laufen können, aber dass wir jetzt ausgerechnet so viele störende Elemente haben, ist nicht gut. Never let your guard down in front of your enemy. Not haste. Aber gut, ich glaube eigentlich an der Stelle. Dürften wir eigentlich nicht so viele Probleme jetzt haben, ihn zu besiegen. Wir haben die Nichtigkeit maximal gelevelt. Wir haben sogar eine Kreuzresonanz. Mit Tasty Rounds ist er hingekriegt. Es würde mich also an der Stelle wirklich wundern, wenn wir eine Niederlage jetzt kassieren würden. Just a little something. Think nothing of it. Thank you, Comrade. Time for a fun. Stay the course. Gale force. Naughty child. Thanks. I'll never forget you. Eliminating. I want to protect everyone. Help me, Mr. Spark. Mission command. The wind is rising. Bolt! From the blue! You took bait. This combat needs a... This is double okay, speed. Vielleicht haben wir jetzt ein klitzekleines bisschen übertrieben. Spirit never dies. To the clouds. Mission command. I'm fresh. Nap time. Naughty. Aber andererseits gefällt mir das so hier, der sagt, ziemlich gut. I'm okay. I want to protect everyone. Also bis jetzt hat uns der sagt wirklich bei den Universensimulationen immer nur Kukulia das Leben zur Hölle gemacht. Stay the course. Und sonst ja niemand anderes. Eliminating threat. Annihilate. Stay back, Clara. Huh. More enemies. Time for a fun. Spirit never dies. Gale force. The wind is rising. Bolt! From the blue! Stay back.
Also, man kann eigentlich wirklich jetzt bisher sagen, ich bin ehrlich gesagt mit dieser Auswahl mehr zufrieden. Zweiter Versuch und wir haben dieses Kapitel der Schwarmkatastrophe gleich abgeschlossen. Runde 2 beginnt. This is double speed. Die nächste ultimative Schwächung beginnt auch mal wieder. Mission Command. Are you alright? I'm okay. Can I have fun this time for a fun? Die Quantenverschränkung hat sie jetzt gesagt, leider nicht auf meine Gegner ausgewirkt. Wie ist das denn jetzt zustande gekommen? Gut, da muss ich, wie es aussieht, jetzt gesagt, noch mal eine Schippe drauflegen. Just a little something. Think nothing of it. Thank you, comrade. Eliminating threat. More enemies. Time for a fun. This is double speed. Gale force. The wind is rising. Boom! From the blue! Tja, das lief doch jetzt, sag mal, gut. Okay. Ich wollte schon sagen, wir hätten jetzt theoretisch doch eigentlich auch die Heilung aktivieren müssen. Aber die Lichtigkeit, haut er gesagt, wirke extremst rein gegen den Treustachel. So können wir auch weitermachen. Erinnert mich jetzt wirklich ein klitzekleines bisschen an den Bossfight gegen Svarok in der Universum-Simulation. Can I have fun this time? Time for a fun. Einfach genial, das Ganze. Allerdings brauchen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen, bis die Nichtigkeit wieder aufgeladen ist. Aber gut, vielleicht ist die Nichtigkeit ja gleich wieder einsatzbereit. Gut, einsatzbereit und aktiviert. Mission Command. The wind is rising. Bolt! From the blue! More enemies. Time for a fun. Stay the course. Gale force! Und Nichtigkeit! Nächste Runde aktivieren! Time for a fun! Time for a fun! Absolut nichts hält uns davon ab, hier zu gewinnen! I want to protect everyone too! Help me, Mr. Spark! Just a little something. Think nothing of it. Oh, schaut doch hier erst bloß mal diese schönen Effekte an, die wir hier alle ausgeführt haben. I need to be brief. Und in Kürze explodieren hier auch noch ein paar Käfer. Auch genial. The wind is rising. Bolt! From the blue!
Time for a buzz. Also so kann man doch erst gerne spielen. Komm schon, mehr und mehr Schaden mit der Explosionen. Die sich hier werden lohnen. Gut, am Ende bleibt der Sack immer noch der Käferklon wieder übrig. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Torak. Aber das wäre jetzt sogar an der Stelle noch im Ansatzweise schlimm. This is double speed. Target threat annihilate. Denn gleich hauen wir ihm ja sogar auch schon die nächste Ladung Nichtigkeit herein. The wind is rising. Bolt! From the bow! I need to be brief. Schön! Als hätte man ein ekliges Silvesterfest gehabt. So, zu dieser Zeit hatten sich die Vorfahren der Omnix von Golconda in die Infrastruktur des mechanischen Planetensystems integriert und waren sich der Krise der organischen Lebewesen nicht bewusst. Ihre Unwissenheit legte den Grundstein für die zahllosen, unüberbrückbaren Konflikte, die in der Zukunft zwischen anorganischen und organischen Leben entstehen sollten. In den unendlichen Weiten des Universums tobten endlose Kriege. Warte mal... Irgendwas stimmt hier doch jetzt nicht. Aber du hast eine emotionale Beziehung dazu entwickelt. Er hatte ein glückliches Leben, bevor er dich traf. Danke. Aber danach nicht mehr so sehr. Ja. Eine Katastrophe verschwindet immer lautlos. Sie besinnt und endet so rasend schnell, dass niemand eingreifen kann. Niemand hat dir eine vorhergesehen oder eine göttliche Offenbarung erhalten. Ja, danke. Tja, Ende Gelände. Es hat jetzt ein bisschen gedauert. Aber diese Ebene wäre damit beendet. Und wir haben sogar noch ein paar Reliktreste erhalten. So, wie sieht es aus? Pfad der Audienz. Weg des Pfadfinders? Okay, das ist doch alles hier recht machbar. Finde ich. Die Biologie-Urknall wäre, sag auch demnächst machbar. Pfad der Audienz? Ja, da haben wir jetzt erstmal nichts weiterzumachen. Das sieht der Sack noch nicht gut aus. Was ist der Sack mit der Nichtigkeit 1? Achso, freigeschalteten Abschluss von erster Ebene mit 6 oder höheren Punkten von die Nichtigkeit bei Vater Audienz. Kein Wunder, dass wir da jetzt der Sack noch nichts haben. Thank you.
Da haben wir auch noch nichts. Ne, da fehlen es ja noch einige Punkte. Tja, ansonsten haben wir jetzt ja hier nichts mehr in Bezug auf die Schwarmkatastrophe. Na gut. Aber ansonsten war das doch jetzt kein schlechter Anfang. Oder besser keine schlechte Fortsetzung gewesen. Jetzt müssen wir bloß immer wieder ein paar andere Sachen jetzt hier machen. Um hier natürlich noch ein bisschen mehr was zu packen. Gut, ein weiterer Erfolg wurde jetzt hier sowieso auch freigeschaltet. Ermittler von Valent Yutani. Betritt in Universumsimulation Schwarmkatastrophe insgesamt 15 Mal die Region Kampf. Der Schwarm, Ereignis der Schwarm oder Boss der Schwarm mit einem anderen Pfad als dem Pfad der Ausbreitung. Na gut. Eine andere Frage wäre jetzt, sag an der Stelle. Einfach jetzt einfach mal kurz mal ausprobieren. Ach, ne. Die Ausbreitung haben wir, sag wirklich noch nicht. Dafür müssen wir anscheinend ja wirklich erstmal eine Menge Kapitel freischalten. Oder anders ausgedrückt, wir müssen wirklich erstmal alle 13 Kapitel abschließen, um überhaupt in der Lage zu sein, die Ausbreitung zu kriegen. Aber es gab jetzt erstmal wieder eine Menge Stellariade. Das ist natürlich jetzt auch nicht schlecht. Woher ich... Ah, die 4 Tickets habe ich auf jeden Fall gekriegt durch das Aufleveln meiner Charaktere. Nun denn, vielleicht kriegen wir jetzt noch einen 5-Sterne-Charakter oder wenigstens jetzt einen 4-Sterne-Charakter, den wir noch nicht haben. Also, Pela, wenn du vielleicht jetzt mal kommen könntest durch den Standard-Banner, wäre es jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. Tja, sie ist bisher wirklich der einzige 4-Sterne-Charakter, den wir noch nicht haben. Es sieht aber jetzt auch nicht danach aus, als würden wir sie jetzt so auf normalen Wege kriegen. Da müssen wir vielleicht erst auch nochmal drauf abwarten, dass sie irgendwann in einen Rerun käme. Tja, letzter kleiner Versuch. Hat jetzt leider nichts gebracht. Tja, das hier jetzt ebenfalls recht wenig. Okay, noch 9 Tage. Dann geht's weiter. Und hier ist sowieso nur noch 4 Tage, bis dann die nächste Version aktiv ist. Tja, dann werden wir, sag wohl höchstwahrscheinlich, versuchen, den Banner von Ruan Mei mal zu starten. Oder den Banner von Blady. So oder so ist mein Hauptziel darin jetzt, sagst du so bloß, einmal, den Banner zu aktivieren, um dann, vielleicht Sui zu kriegen. Aber bevor wir das, machen, würden wir jetzt, sowieso auch eher nochmal eine andere Geschichte in Angriff nehmen. Und zwar die Geschichte auf der Jianshou Lufo.
Ansonsten hätte ich ja gesagt, noch eine klitzekleine andere Sache hier zu machen. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Eine kleine Synthese. Maulkorb der Gefangenen. Tja, diese kleine Sache mussten wir jetzt ja schon mal machen. Weil das ist jetzt ja sowieso auch die ideale Ausrüstung für Kafka. Gefällt mir, sag auch schon mal. Angriff plus 4,3%, Verteidigung plus 5,4%, Effektwiderstand 3,4%. Okay, wir kriegen natürlich, diese Ausrüstung, sowieso auch noch, wenn wir, wie schon gesagt, die Jian Shulufo betreten. Für die nächste Runde. Ansonsten... Energiewiederherstellungsrate vielleicht mal in Angriff nehmen? Oder auch einfach lieber erstmal gucken, was für Kafka eigentlich geeignet wäre. Wobei wir bis jetzt überhaupt noch nicht mal wissen, ob wir überhaupt in der Lage sind, Kafka zu kriegen. Vielleicht sollten wir uns dann doch eher mit den Planarornamenten ein bisschen beschäftigen in Bezug auf Dr. Ratio. Das wäre dann vielleicht eigentlich sinnvoller, weil den kriegen wir ja so oder so. Naja, wie dem auch sei, im nächsten Part wollen wir dann erstmal unser nächstes Abenteuer auf der Jian Shulufo versuchen zu starten. Bis dann und ciao bis dahin.